Ukraine, Explosionen in Kiew, Tote bei Luftangriffen, die Nacht im Überblick. Eine Woche nach der Invasion in die Ukraine verstärkte Russland die Luftangriffe. Zugleich steht eine zweite Runde von Gesprächen zwischen den beiden Ländern an. Im Folgenden ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag. 11042 März, russische Geschosse trafen am Dienstag den Fernsehturm von Kiew. 1. März, Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky forderte vor dem EU-Parlament die volle Mitgliedschaft. 1. März, das Bombardement auf Charkiw kostete 10 Menschen das Leben. Darum geht's, Russland setzt seine Angriffe in der Ukraine fort. Mit Cherson ist die erste Großstadt in der Ukraine in russischen Händen. Der ukrainische Präsident spricht von 9000 toten russischen Soldaten. In der Ukraine hat es in der Nacht zum Donnerstag russische Luftangriffe auf mehrere Städte gegeben. Behörden sprachen von Toten und Verletzten. Nach Zahlen der Vereinten Nationen sind inzwischen mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht. Explosionen in Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew kam es in der Nacht zu Donnerstag zu mehreren schweren Explosionen. Luftalarm wurde ausgelöst, wie die Agentur Unyan berichtete. Auf Videos in sozialen Netzwerken waren mächtige Detonationen zu sehen. Ukrainische Medien berichteten von Kämpfen in Vororten der Millionenstadt. Dabei soll ein russisches Flugzeug abgeschossen worden sein. Die Angaben waren nicht unabhängig zu prüfen. Cherson unter russischer Kontrolle. Die ukrainischen Behörden haben die Einnahme der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine durch die russische Armee bestätigt. Regionalverwaltungschef Gennady Lakuta schrieb in der Nacht zum Donnerstag im Mitteilungsdienst Telegram, russische Besatzer seien in allen Stadtteilen und sehr gefährlich. Cherson ist die erste Großstadt, die Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine vor einer Woche erobert hat. Die russische Armee hatte die Einnahme von Cherson bereits am Mittwochmorgen gemeldet. 8 Tote bei Luftangriff bei Kharkiv. In der ostukrainischen Stadt Isjum bei Kharkiv wurden nach Angaben örtlicher Behörden bei einem Luftangriff 8 Menschen getötet, darunter 2 Kinder. Medien zufolge wurde bei der Attacke in der Nacht zu Donnerstag ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. In der Großstadt Kharkiv trafen demnach 2 Raketen ein Verwaltungsgebäude. Dabei sei auch die Maria-Himmelfahrt-Kathedrale beschädigt worden. Hafenstadt Mariupol ohne Energieversorgung. Die südukrainische Hafenstadt Mariupol mit rund 44000 Einwohnern ist nach Angaben örtlicher Behörden nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom. Die Stadtwerke wollen versuchen, die kritische Infrastruktur wiederherzustellen, sagte Bürgermeister Vadim Boitschenko der Agentur Unyan zufolge. Bereits 1 Million Menschen aus Ukraine geflohen. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits 1 Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Für viele weitere Millionen in der Ukraine ist es an der Zeit, dass die Waffen verstummen, damit lebensrettende humanitäre Hilfe geleistet werden kann, schrieb der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, bei Twitter. Zelensky, Besetzer werden hier keinen Frieden haben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gibt sich im Angesicht der russischen Invasion weiter kämpferisch. Sie werden hier keinen Frieden haben, sie werden hier kein Essen haben, sie werden hier keine ruhige Minute haben, sagte er in einer Videobotschaft. Besetzer würden von den Ukrainern nur eines bekommen, eine solch heftige Gegenwehr, dass sie sich für immer daran erinnern, dass wir das unsere nicht hergeben. Zelensky sprach von fast 9000 getöteten Russen. Täglich würden russische Soldaten gefangen genommen. Das wird am Donnerstag wichtig. Zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn wollen Unterhändler Russlands und der Ukraine zu offiziellen Gesprächen über eine Waffenruhe zusammenkommen. Der Leiter der russischen Delegation, Wladimir Medinsky, sagte nach einer Meldung der Agentur Interfax, die Ukrainer befänden sich auf der Anreise. Als Ort der Gespräche hätten sich beide Seiten auf die Region Brest im Westen von Belarus geeinigt. Bei 20 Minuten als Mitglied wirst du Teil der 20 Minuten Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben.